Wo lebt Donald Sutherland heute? Wo lebt Donald Sutherland heute? St. John, England, Nova Scotia und Hampton. Was macht eigentlich Kiefer Sutherland? Zusammen mit dem Musiker Ehud Cole arbeitet Kiefer als Musikproduzent und leitet das Independent Label Eon Woods. Lauchen Julia Roberts und Kiefer Sutherland ein Paar? Sie lauchen das Ex-Paar der 1990er Jahre. Julia Roberts und Kiefer Sutherland, sie Hollywoods Liebling und ihr Dead Boy der Traumfabrik. Von 1989 bis 1991 streiten die beiden verliebt auf den roten Teppichen um die Wette. Kommen wir nun zu Donald Sutherland. Er war ein kanadischer Schauspieler. Donald McNicoll Sutherland, geboren am 17. Juli 1935 in St. John, New Brunswick und gestorben am 20. Juni 2024 in Miami, Florida, Vereinigte Staaten. Er war ein kanadischer Theater- und ein Filmschauspieler. Seit etwa den 1970er Jahren war er in mehreren Filmklassikern in profilierten Rollen zu sehen. Im Jahr 2018 wurde ihm der Ehren-Oscar zuerkannt. Donald Sutherland auf dem Monte Carlo Television Festival im Jahr 2013. Persönliches. Donald Sutherland war in erster Ehe mit Lois Hardwick verheiratet gewesen. Aus seiner zweiten Ehe mit Shirley Douglas, eine Tochter von Tommy Douglas, entstammen zwei Kinder. Der international erfolgreiche Schauspieler Kiefer Sutherland und dessen Zwillingsschwester Rachel. Seit den 1970er Jahren war Sutherland in seiner dritten Ehe mit der Schauspielerin Francine Hossett verheiratet gewesen. Dieser Ehe entstammten drei Kinder, darunter die Schauspieler Hossett und Angus Hedford Sutherland. Er starb leider nach längerer Erkrankung im Juni 2024 im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in Miami. Seine deutsche Synchronisation. Donald Sutherland wurde für die deutschen Filmfassungen im Laufe der letzten Jahrzehnte von mehr als einem Dutzend Sprechern synchronisiert. Am häufigsten liegen ihm dabei Hartmut Heck und Rolf Schuld ihre Stimmen. In den späteren Jahren sprach ihn auch vermehrt Jochen Stäbig. Von 2012 bis 2023 war Jürgen Klugert der Standardsprecher von Sutherland. Sein Leben und seine Karriere. Dieser Artikel oder der nachfolgende Abschnitt ist hiermit nicht hinreichend mit Belegen, beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg könnten demnächst entfernt werden. Donald Sutherland aus einer Familie schottischer Herkunft stammt und Sohn des Arbeiters Frederick McLear Sutherland. Und Sohn des Arbeiters Frederick McLear Sutherland verbrachte seine Kindheit größtenteils in der Kleinstadt Hampton, New Brunswick. Und im Teenageralter in Nova Scotia. Sutherland arbeitete schon während seiner Schulzeit bei einem kanadischen Radiosender als Disc-Jockey. Sein schauspielerisches Talent konnte er erstmals im Alter von etwa 15 Jahren
unter einem guten Beweis stellen. Als er im Hörspiel hat Christmas Carol noch Charles Dickens die Rolle des Scrooge sprach. Nebenbei war er zu dieser Zeit auch als Stand-up-Comedian tätig. Später studierte er an der Universität von Toronto und trat dort der Schauspielgruppe bei. Durch seinen Auftritt in Shakespeares Der Sturm wurde der Theaterkritiker Herbert Witzacker auf ihn aufmerksam und schlug ihn nämlich vor, professioneller Schauspieler zu werden. Donald Sutherland befolgte den Rat und ging dann nach London, um an der Royal Academy of Dramatic Art zu studieren. Sein Debüt gab er aber Anfang der 1960er Jahre im Stück August vor The People an der Seite von Hexe Harrison. An der Seite von Hexe Harrison auf einer Theatertournee durch Großbritannien im Jahr 1964 entdeckte ihn der Produzent Paul Moslanski und nahm ihn für den Independent Horrorfilm Das Schloss der lebenden Toten unter Vertrag. Weitere Filmrollen folgten auch in den Fernsehserien Simon Templar und mit Schirm, Charm und Melone hatte er gelegentliche Auftritte. Dies nutzte Donald Sutherland wenig später auch, um eine Rolle in den Kriegsfilm-Klassiker Das dreckige Dutzend zu bekommen. Hierfür zeigte er den Produzenten als Helferhand die von Roger Moore inszenierte Folge Simon Templar auf der Flucht. Das ist Simon Templar. Nach dem Film Das dreckige Dutzend gelang Donald Sutherland im Jahr 1970 mit Robert Altmans Nash der endgültige Durchbruch. Zu dieser Zeit engagierte sich Donald Sutherland zusammen mit Jane Fonda vehement gegen den Vietnamkrieg. Bemerkenswertes Zeugnis ist ihr gemeinsamer Film FTR. Da steht für Free the Army, gemeint ist aber for Kill the Army, der ihre Agitationstournee zu Standorten der US Army in der ganzen Welt dokumentieren soll. Donald Sutherland im Jahr 1981. Donald Sutherland hat unter anderem auch in Stephen Kings Film Mr. Halligan's Town mitgespielt. Es folgten Rollen in Wenn die Gründe dauert Hang, Der Tag der Heuschrecke, Kentucky Fried Movie, Ich glaub nicht, wird ein Pferd, dem Horrorklassiker Die Körperfresser kommen aus dem Jahr 1978, wo auch der Schauspieler Leonard Nimoy mitspielte. Die Nadel und JFK tat dort Dallas. Donald Sutherland galt als einer der wandlungsfähigsten Schauspieler Hollywoods. Im Jahr 1985 trat er in dem Musikvideo zu dem Lied Cloudbusting Auskopplung aus dem Album Hounds of Love. Der Petition Sängerin Kate Bush in der Rolle des Wilhelm Reich auf, der die Cloudbuster zur Reaktionmanipulation erfand. Das Musikvideo wurde von Kate Bush gemeinsam mit Terry Gilliam als Kurzfilm konzipiert. Regie führte Julian Doyle. Seit etwa den 1990er Jahren war er auch häufig in profilierten Nebenrollen zu sehen, wie beispielsweise im Jahr 1995 in Outbreak Lautlose Killer an der Seite von Dustin Hoffman und Morgan Freeman für seine Rolle in dem 1995 gedrehten Film City 10X erhielt er den Emmy Award in der Kategorie Outstanding Actor in a Supporting Role in a Miniseries or a Movie. Anschließend folgten bedeutende Nebenrollen in Filmen
Die Idee zur Re-Entstehung des Cowboys unterwegs nach Deutsch. Mountain O'Donnell seit 2010er Jahren. Die Tribute von Pornen, The Hunger Games und dessen Fortsetzungen. Zuletzt war er 2021 in der Miniserie Low Man, das Suite zu sehen. Sein Schaffen für Film und Fernsehen umfasst mehr als 190 Produktionen. Seine Leidenschaft für das Theater gab er trotz seiner Kinoerfolge nie auf. Zuletzt stand er für Enigmatic-Variationen in London, Savoy Theater auf Dublin.